melden uns heute aus der Nähe von Amsterdam mit dem neuen Skoda Octavia G-Tech. G-Tech, das bedeutet, dieses Auto fährt ganz normal mit Benzin und mit Erdgas. Unter der Haube werkelt der 1,2 Liter TSI-Motor mit 110 PS. Wenn man es drauf anlegt, kommt man über 1300 Kilometer weit mit dem Auto und der CO2-Ausstoß liegt gerade mal bei 97 Gramm auf 100 Kilometern. Und wie sich das im Alltag anfühlt, das schauen wir uns jetzt mal an. Es war nur eine Frage der Zeit, dass Skoda auch seinem besten Pferd im Stall einen Erdgasantrieb spendieren würde. Nach dem Citigo G-Tech ist der Octavia das zweite Modell mit diesem umweltfreundlichen, vor allem aber ausgesprochen wirtschaftlichen Antrieb. In Zeiten sportlicher Spritpreise macht es Sinn, bei der Anschaffung eines neuen Autos über eine solche Alternative nachzudenken. Zumal dann, wenn sie gleich ab Werk verbaut ist. Und dabei machen es einem die Tschechen ausgesprochen schwer, sich der Vernunft zu verweigern. Denn der Einstieg mit der Limousine beginnt bei 21.850 Euro. Der G-Tech Kombi kostet rund 600 Euro mehr. Der Wechsel von Erdgas auf Benzinbetrieb geschieht ausgesprochen unauffällig und komfortabel. Der Skoda Octavia G-Tech fährt sich wie ein ganz normaler Benziner. Vom Erdgasantrieb merkt man hier rein gar nichts. Und wenn man mal runterschaltet, merkt man, oh, da kommt was. In rund 11 Sekunden geht es auf Tempo 100 und das einzige Detail, woran man merkt, dass man in einem Erdgasauto sitzt, sind die zwei Anzeigen hier. Nämlich eine Tankanzeige für den ganz normalen Benzintank und eine für den Erdgastank. Anders als gemeinhin vermutet, können Uhren doch langsamer gehen. In diesem Octavia beispielsweise. Denn für seine üppige Reichweite sorgt nicht nur der bivalente Antrieb. Der G-Tech greift auf Systeme wie Start-Stopp und Bremsenergie-Rückgewinnung zurück. Das bremst die Tankuhren einfach aus. Immerhin begnügt sich der Octavia im Erdgasmodus auf 100 Kilometer mit nur 3,5 Kilo Erdgas. Und ein Kilo bekommt man für rund 1,10 Euro. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie das mit dem Tanken funktioniert. Klappe auf. Hier ist der obligatorische Eiskratzer, den brauchen wir jetzt nicht. Hier sind zwei Einfüllstutzen, einmal für ganz normales Benzin, einmal für Erdgas. So, und dann nehmen wir den Rüssel, stecken den drauf, machen einmal Klack. Oh ja, jetzt ist alles fest. Jetzt baut sich hier ein Druck auf. Und jetzt drücken wir Start. Läuft. So, rund 8,50 Euro für 150 Kilometer, die wir ungefähr gefahren sind. Okay. Ja, und geht eigentlich wirklich einfach. Stopfen wieder drauf. Zahlen und weiter geht's. Dass das an der Tankstelle gezapfte Erdgas seine Quelle künftig auch in pflanzlichen oder tierischen Reststoffen wie Pflanzenabfällen oder Gülle haben kann, ist längst keine Zukunftsmusik mehr. Stichwort Biogas. So lässt sich das methanhaltige Gas nicht nur für die Strom- oder Wärmeversorgung nutzen, sondern bei entsprechender Aufbereitung auch ins Erdgasnetz einspeisen. Auf diesem Wege landet es letzten Endes auch im Autotank. Dass bereits 4 Kühe genügen, um aus deren Gülle über Biogas einen 4-Personen-Haushalt mit Strom zu versorgen, haben Experten bereits ausgerechnet. Berechnungen darüber, wie weit ein Erdgasauto mit Hilfe einer Kuh fährt, dürften bereits angestellt werden. Auch wenn es seltsam klingt. Hier geht's um Treibstoff aus erneuerbaren Energien. So, das war so unsere Testfahrt im neuen Skoda Octavia G-Tech. Der Erdgasantrieb hat sich als sehr alltagstauglich erwiesen. Kostenseitig lohnt sich das mal richtig. Ja, und zum Thema Alltagstauglichkeit. Der Kofferraum ist zwar 130 Liter kleiner als der des herkömmlichen Skoda Octavia, aber immer noch groß genug. Wir sagen Servus, Tschüss und bis bald.